Was geht, liebe Leute? Es geht los. Wir sind ins Bar angekommen. Es ist Freitag. Ich habe richtig Bock. Ich habe hinten auf so einen scheiß Acker geparkt für einen Zwanni. Auf hier! Und heute werden wir den Freitag einmal dazu nutzen, mal komplett um die Strecke zu gehen, euch so die besten Spots zu zeigen fürs Rennen. Was haben die denn da, Alter? Geil. Einfach so eine Futterkarre genommen und da Wasser reingepackt. Entspannt. Und natürlich sind es Holländer. Gut, dann melde ich mich nachher nochmal. So, wir stiefeln jetzt hier mal gerade runter Richtung Fan Village. Hinter uns haben wir die Kamelgeraden. Einer der Spots, wo wirklich am meisten passiert, die meisten Überholmanöver stattfinden. Und auf jeden Fall der Spot, den ich im Blick habe, dieses Jahr wieder zu besuchen. Ich hoffe natürlich, dass sie dieses Wochenende überhaupt starten werden, weil das ist gar nicht so sicher. Aber wenn es so regnet wie gerade und es die ganze Zeit durchregnet und die Gicht nicht besser wird, dann ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass das hier in so einer Katastrophe endet 2021. Ja, und man einfach 8 Stunden im Regen steht für nichts. Und es sollen ja auch bald diese Radkästen hier kommen, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Scheinen aber noch nicht so erprobt zu sein, dass die es wirklich dieses Wochenende an die Autos schaffen. Aber das, ne Leute, das hier diese ganzen Zäune und Absperrungen, das finde ich rattig, ne? Das geht mir auf den Sack. Das finde ich richtig sch**, ne? Das haben wir schon letztes Jahr gemacht. Klar, ich verstehe, dass man hier irgendwie extra Preise zahlt, für auf die Tribüne zu kommen. Aber von hier sieht man jetzt auch nicht so viel. Und hier dann einfach diesen Sichtschutz immer hinzuklatschen, das ist so eine asoziale sch**. Ich hasse es. Das werden wir jetzt auch nochmal unten sehen. Das ist nicht cool. Das ist wirklich nicht cool. Jetzt gehen wir übrigens über die eigentliche Streckenführung von Spa. Das ist die eigentliche Rouge Radio. Ich kann es euch mal einblenden. Eine geile Kurve irgendwie so. Hat auch so ein bisschen Banking. Das kommt jetzt hier aber nicht so rüber. Keine Ahnung. Vielleicht ist das eine Option für die Zukunft, dass hier rumgefahren wird und irgendwie wieder einen Anschluss finden. Ich glaube es nicht. Wir werden jetzt nicht extra da diese Tribüne hingezimmert haben, um das dann doch jetzt wieder umzubauen. Die müssen eine andere Lösung finden. Und sind wir auch mal ganz ehrlich, Leute. Ja, diese Kurve ist gefährlich und ja, diese Unfälle wollen wir nicht sehen und auch nicht mehr haben. Aber da muss es doch eine andere Lösung geben, als diese ganze Kurve da jetzt zu kastrieren. Also bin ich eigentlich wirklich kein Fan von den Ideen, daraus hier irgendwie so eine Schikane zu machen oder hier jetzt die alte Kurve wieder einzuführen. Nee. Wie Sie sehen, sehen Sie nur so halb. Was soll das mit diesem dreckigen Sichtschutz hier, ey? Ich würde es am liebsten abreißen. Aber genug aufgeregt, wir gehen jetzt mal zum Fan Village und gucken mal, was da so alles los ist. So, Fan Village oder Fan Zone, so wird es genannt. Ja, sie haben hier ein Riesenrad aufgebaut, das stand letztes Jahr noch nicht da. Die ganzen Stände hier sind auch cleverer aufgebaut. Die standen nämlich letztes Jahr da und haben den Weg versperrt. Hier waren schon ein paar Leute. Also die Bühne sieht auf jeden Fall auch irgendwie geil aus als letztes Jahr. Hier ist auch viel mehr Platz irgendwie, kann das sein? Kann man auch ein Formel 1 Auto mal ein bisschen von näherem betrachten, Replikas. Kann ich euch jetzt auch mal zeigen. Hier haben wir so ein Schiff. Ist ganz schön natürlich, aber hier so Pitstop-Challenge oder so, das kratzt mich nicht, sage ich. Wir sind in der Busstop-Schikane angekommen, oder heutzutage heißt die nur noch Schikane, glaube ich. Sehr geiler Spot fürs Rennen, weil ihr seht hier direkt die Boxeneinfahrt und wenn ihr gut steht, auch einen Blick aufs Podium. Was auch sehr geil ist, hier brauchst du auch nicht unbedingt einen Campingstuhl, weil ihr habt hier überall diese Felsen. Das ist ein großer, wunderbarer, alter Felsen. Da seid ihr eigentlich ziemlich gut geschützt vor Regen, vor Wind, vor allem. Eine Stelle, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, wirklich, also wenn man hier so sitzt, ist ja wirklich eine feine Sache. Kann man eigentlich nichts mit falsch machen mit dem Spot. Ihr habt auch eine Video-Wall. Letztes Jahr saßen wir hier auf dem Klohaus. Kann ich weiter empfehlen, wenn ihr mal hier seid. Und da hinten habt ihr auch noch einen Blick auf, ups, auf Blanchimont. Okay, Leute, wir haben es bald geschafft. Hinter uns die Max Verstappen-Tribüne. Und hier eine meiner absoluten Lieblingskurven, die Doppel-Links-Double-Gauche. Dieses Ding ist ein Brecher. Also wenn ihr hier mal vor Ort seid, dann müsst ihr diese Kurve besuchen. Und am besten jetzt da oben hin, wo wir jetzt auch hingehen werden. Da werdet ihr auch TV-Bildschirme und sowas haben. Das ist wirklich geil. Kann ich euch nur weiterempfehlen. Erstes Auto kommt. Alex Albin müsste das sein. Wir haben auf jeden Fall eine gute Stelle erwischt mit TV hier. Ja, geile Aussicht da. Also hier bekommen wir schön viel mit, jetzt fürs Training und nachher natürlich auch fürs Qualifying. Und es wird eben bekannt gegeben, dass Max Verstappen eine 5 Plätze Startstrafe bekommt. Also muss im Grid, wird im Grid 5 Plätze nach hinten versetzt, weil er das Getriebe wechselt. Und der Regen wird auch gerade immer stärker, sage ich euch. Nicht angenehm. Nerv nicht! Das Training wird jetzt unterbrochen, weil Sergeant abgeflogen ist. Ist jetzt erstmal rot. Läuft. Das erste freie Training ist vorbei und damit auch
der erste große Schauer, der musste natürlich genau übers Training fallen. Somit haben wir vielleicht, keine Ahnung, 20, 30 Autos vorbeifahren sehen. Aber dazu kleines Ding noch, ich bin richtig froh, dass wir uns hier bei einem Sprintwochenende befinden, weil hätten wir jetzt ein normales Wochenende gehabt mit zwei Trainings am Freitag, da wären die nachher genauso wenig gefahren. Und heute Abend sind die halt im Qualifying gezwungen, weil das Qualifying halt das Qualifying für das Rennen am Sonntag ist. Freitag hat halt generell viel mehr Relevanz und deswegen müssen die halt fahren, auch wenn die Bedingungen scheiße sind. In diesem Fall großes Plus an das Sprintformat auf jeden Fall. So, Quali geht jetzt in 5 Minuten los und passend dazu kommt hier gerade richtig die Sonne raus. Hier vor 10 Minuten hat es noch richtig hart geschüttet. Jetzt ist es schon viel besser. Bin mal gespannt. Es ist noch komplett nass, aber wenn die Sonne weiter so ballert, dann trocknet das hier ganz schnell ab. Der erste Zeit steht 2 Minuten 2. Lewis Hamilton. Hülkenberg letzter. Ich verstehe es überhaupt gar nicht. Ricciardo vorletzter. Ich dachte, der wäre auf 6 gefahren. Scheint wohl Tracklimits oder so bekommen zu haben. Geht's hier ab, der Norris. Ja, ist er. Der hat sich gerade slicks aufgezogen. Weil ihr seht, die Strecke ist jetzt gerade auf der Ideallinie komplett abgetrocknet. Ihr seht hier so einen schönen Strich. Ja, jetzt heißt es natürlich aufpassen, weil wenn man einmal neben der Linie ist, Auto mal direkt im Kies oder sogar in der Mauer. Verstappen nur auf 10. Nur auf 10. Also hat der Glück gehabt, dass das hier nicht das Q3 ist. Sonst wäre das hier ganz heftig ins Auge gegangen. Da kriegt er noch eine Gridstrafe. Sonst wäre es halt wirklich gefährlich geworden. Keine Ahnung, was bei dem auf der Runde los war. Okay, jetzt geht's. Qualifying Finale steht an. Und es sieht so aus, als würden die McLarens zuerst auf ihre Runde gehen. Ja, jetzt geht's. Strecke ist soweit trocken. Nur oben in der Brüssel ist es noch ein bisschen nass. Und Leclerc hat momentan die Pole. Leclerc sehr schnell unterwegs. Jetzt kommt Carlos Sainz. Piastri und Norris müssen hier im Doppelflug kommen. Jo. Ja, wir haben Max. Hamilton. Perez. Und Russell. Sainz auf 2, doppelt Ferrari-Führung gerade. 3 Piastri. Norris nur auf 4, geschlagen von Piastri. Ja, war ja klar. Das war doch klar, natürlich. Das bedeutet dann wohl, dass ja Verstappen beim Hauptrennen von 6 starten wird, weil er kriegt ja noch seine Platzstrafe von 5 Plätzen. Trotzdem, eine Konstante bleibt, Verstappen ist Erster. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Samstag, 7 Uhr morgens und das Wetter, das sieht schon viel, viel, viel besser aus. Bisschen nebelig, aber das ist hier normal. Aber ja, der Regen ist jetzt noch nicht da, der soll wohl über Tag noch kommen. Heute steht das Sprint-Shootout an und das Sprintrennen. Dafür gehen wir heute auf die Kamelgeraden. Stellt euch mal wieder, wenn wir am Platz sind. Hier, das ist er. Das ist mein Spot heute. Qualifying geht jetzt los, also Sprint-Shootout heißt es ja richtig. 35 Minuten Verspätung, weil es halt eben richtig krass geregnet hat. Jetzt aber ist die Sonne wieder draußen. Soll wohl später nochmal gewittern zu kommen, aber das juckt uns jetzt erstmal nicht. Sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall ist hier die absolute Hölle los. Sprint-Shootout geht los. Lewis Hamilton fährt als erstes wieder raus. Mal sehen, wer hier heute auf der Pole steht. Man sieht aber auch jetzt schon, wie sich eine richtige Linie bildet. Die fahren auch schon hier alle ganz rechts. Um die Reifen abzukühlen. Hier sieht man es auch bei Hamilton. Sprint-Shootout. Q2. Die Sonne knallt auf einmal brutal runter. Ich check einfach gar nichts mehr. So, wer kommt wieder zuerst auf Slicks? Das ist jetzt die Frage hier. Und Stroll ist der Einzige auf Slicks. Der Einzige. So, da kommt er auf den Slicks. Für mich die absolut richtige Entscheidung. Ein paar Sekunden später. Ja, war wohl nicht die richtige Entscheidung. Drittballe Fein Q3. Slicks sind drauf. Uah! Gasly auf Pole gerade. Aber pass auf, da kommen noch ein paar. Und die Strecke wird ja immer besser. Alter, das kann doch nicht sein, Mann. Der Typ, der schafft einfach immer wieder.
unfassbar. Woher kommt auf einmal dieser Piastri? Piastri auf P2, Sainz auf 3, Leclerc auf 4, Norris auf 5 und auf 1 Max Verstappen. Aber die ersten vier innerhalb von einer Zehntel. Wahnsinn. Aber Piastri, wirklich, was der dieses Wochenende für eine Pace hat, richtig krass. Mercedes, wir haben es gerade eben gesehen, die spucken sich einfach selber in die Suppe. Richtig dämlich. Also beide so nah hintereinander rausgeschickt, dass sie halt sich selber die Runde kaputt gemacht haben. Richtig dämlich. So, genau 5 Minuten vor Rennstart. Und es fängt an zu regnen. Es fängt an zu regnen. Ah. 20 Minuten später. Es hat sich ausgeregnet. In 10 Minuten gibt es endlich das Rennen. Schönes Regenrennen. Nochmal schön hier aufgewertet. Jetzt wird es richtig abgehen. Hamilton hat auch schon Regenreifen drauf, also Full Wet. Mal gucken, ob die drauf lassen. Jetzt 4 Runden hinterm Safety Car gefahren. Jetzt geht der Bums hier endlich mal los. Ja, kommt in die Box, kommt in die Box. Alonso? Okay, geisteskrank. Jetzt ist gerade Alonso abgeflogen. Das bedeutet, wir werden nach dem Safety Car noch 4-5 Runden haben. Und da geht es halt einfach nur zwischen Verstappen und Piastri um Sieg. Also das kann ja richtig spannend werden. So, das war's. Verstappen hat gewonnen, verdient, aber Piastri darf 2. Dann der Kampf mit Perez. Die total unnötige Strafe gegen Lewis Hamilton. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie ein bisschen das falsch gesehen habe, aber also dem da eine 5-Sekunden-Strafe zu drücken, ist einfach nur lächerlich. Schreibt mal, was ihr dazu sagt. Ja, morgen geht's dann ganz früh nach hier zum Renntag. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Spa, Tag 3. Okay, es ist Renntag. Wir haben 6 Uhr morgens. Der Parking war schon doppelt so voll wie gestern. Heute geht es wieder auf die Kimmelgeraden, genau wie gestern. Ja, da müsste wohl was frei sein, hoffe ich mal. Ich bin guter Dinge. Lass mal eine Stunde anstehen oder was? Die meisten Leute können halt nicht lesen. Da rein. Statt da rein. Ich bin einfach der Allerschlauste. Ich habe einfach das komplette System gedribbelt. In dem Eingang ist einfach kein Schwanz. Jetzt heißt es, schnell einen Spot suchen. Wenn noch was da ist. Ja, was soll man sagen? Platz haben wir gefunden. Ziemlich guten. Das ist nämlich meine Aussicht für heute. Ziemlich ähnlich zu dem von gestern. Geiler Spot. Und mein Stuhl säuft mich ab, wenn es hier weiter anfängt zu regnen. Wir haben jetzt kurz nach 9. Wir nutzen jetzt einfach mal diese Pause von dem Formel-3-Rennen, zwischen Formel-3 und Formel-2-Rennen, um zur Fanzone zu gehen. Also müssen wir ein paar Kilometer laufen. Also 2 oder so. Und da treffen wir nämlich den Marcel Kiefer. Wir haben schon vorab ein bisschen geschrieben, weil wir auch zukünftig was gemeinsam machen wollen. Bleibt da mal gespannt. Hat etwas mit Simracing und hat etwas mit Twitch zu tun. Ja, also werden wir den heute zum ersten Mal treffen. Hoffentlich auch ein paar von euch. Und mal gucken, wie viele da sein werden. Let's go. Hallo, ich bin der Kameramann heute vom Formula Boss. Ja, ich freue mich drauf. Für wen bist du heute? Meine Prediction ist Verstappen, Oscar Lando. Verstappen, Oscar Lando. Obwohl, Perez ist ja auch noch da. Was mit dem? Nee, was, Bruder? Der geht Rouge raus. Alles klar. Ja, Leute, Fahrerparade geht jetzt hier ab. Lando Norris. Ja, hier haben wir Lewis Hamilton. Piastri, das ist ein richtiger Fanliebling geworden hier. Jetzt kommt hier ein absoluter Fanliebling, Danny Rick. Ricardo! Ich glaube, man hat's gehört. Fahrerparade ist vorbei. Kann losgehen. Hinten haben wir noch ein paar Fans getroffen. Ihr wart auch wirklich dieses Wochenende der Wahnsinn. Also wirklich, wie viel ich getroffen habe, auch eben unten in der Fanzone. Mega. Auch danke nochmal dafür für euren ganzen Support. Einführungsrunde.
Okay, jetzt gehen die Startaufstellung. Da ganz hinten können wir jetzt vielleicht erkennen, wie die sich da die Reifen mal machen. Wir haben Leclerc auf 1, wir haben Perez auf 2, auf 3 haben wir Lewis Hamilton, auf 4 müsste Sainz sein, dann Piastri, dann Verstappen und dann Lando Norris. Letzte Outfit ins Grid. Da ist er! Boah! Ja, übers Gras! Der holt den. Außenrum, Alter! Ein eiskalter Typ! Es könnte halt wirklich jetzt laut Regenradar anfangen zu regnen. Der Perez, so der hält den Abstand eigentlich. Der hat jetzt in den letzten 4 Runden nur 5 Zehntel eingebüßt. Der ist stark. Perez übernimmt wieder die Führung. Der fährt ja quasi um seinen Vertrag. Da ist doch ein Problem bei Perez, das kann doch nicht sein. Alter, wie kannst du denn in einer Runde 3 Sekunden verlieren? Der hatte doch 3 Sekunden Vorsprung. Ja, und Verstappen ist wieder in Führung. Okay, Leute, es hat angefangen zu regnen. Jetzt geht hier die Post ab. Boah! Und jetzt fängt er an zu schütten. Rouge wird jetzt, glaube ich, richtig. Das wird jetzt recht kriminell, ja. 1:37 später. Ja, schade. Wird halt wieder trocken. Sainz hört auf. Leider würfelt der Regenschauer das Rennen nicht durcheinander. So, auch jetzt Verstappen mit seinem letzten Stopp. Die sind einfach makellos. Das ist makellos einfach. So, sind noch 3 Runden zu gehen. Hier kommt Verstappen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen warten, bis der Perez kommt. 18,6 Sekunden. Da war er. Unglaublich. So, und hinten sehen wir jetzt. Max Verstappen holt sich einfach seinen 8. Sieg in Folge und könnte nächste Woche, könnte nach der Sommerpause mit Sebastian Vettel gleichziehen. Und das war's mit der Formel 1 in Spa. Max Verstappen holt seinen 8. Sieg in Folge, kann damit nach der Sommerpause in Sandford bei seinem Heim-Grand Prix Sebastian Vettels Rekord von 9 Siegen in Folge einstellen. Dieser Mann ist einfach momentan in seiner komplett eigenen Liga. Es war ein Fest, das Sprintrennen war gestern actionreicher, aber trotzdem. War ein geiles Event, hat mich gefreut, auch euch alle aus der Community zu treffen. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder.